Ein Troll war mit seinem Kind unterwegs, als er plötzlich von den königlichen Truppen entdeckt wurde. König Rodger befiehlt seinen Untertanen, ihn sofort zu töten, und er selbst macht sich auf die Suche nach dem Kind des Trolls. Grendal sieht mit eigenen Augen, wie sein Vater von den Truppen des Königs getötet wurde. König Rodger hat Mitleid mit Grendal und beschließt, ihn am Leben zu lassen. Grendal schwört, seinen Vater zu rächen, und bringt seinen Kopf in die Höhle, in der sie leben. Ein paar Jahre später erfährt Grendal, dass Rodger sich mit den Einheimischen vergnügt. Er begibt sich mitten in der Nacht dorthin, um Rache zu nehmen, und tötet die gesamte königliche Armee. Zur gleichen Zeit wird der berühmte Held Beowulf von einem Fischer am Ufer gefunden, weil sein Schiff in einen Sturm geraten ist. Von dem Fischer erfährt er, dass die königliche Armee von einem Troll getötet wurde, und er beschließt, den Troll zu bestrafen. Zu dieser Zeit beginnen der König und seine Armee mit der Suche nach Grendal. Doch so sehr sie sich auch bemühten, die Suche war erfolglos, denn Grendal kannte das Terrain gut. Mitten in der Nacht kam er wieder aus seiner Höhle hervor und griff plötzlich die Truppen des Königs an. Rodger wusste nicht, wie er dem Troll begegnen sollte, und aus Verzweiflung begann er zu trinken. Seine Frau versuchte, ihn zu unterstützen und zu motivieren, aber er war verzweifelt. Eines Tages kommt ein Priester namens Brendan in ihre Gegend und beginnt, die Einheimischen zum Christentum zu bekehren. Brendan ist überzeugt, dass nur der Glaube an einen Gott sie vor dem Ungeheuer retten kann. Doch der König selbst glaubte seinen Worten nicht und weigerte sich, die neue Religion zu akzeptieren. Die Königin sucht Selma, die örtliche Hexe, auf, da sie um das Leben des Königs zu fürchten beginnt. Selma beruhigt sie, dass es keinen Grund zur Sorge gibt und der König glücklich sterben wird. Währenddessen macht sich Beowulf auf den Weg in die Ländereien des Königs. Unterwegs, als er am Rande des Bootes steht, taucht eine Hand aus dem Meer auf und beginnt, ihn zu ziehen. Es gelingt ihm, sich zu befreien, aber er begreift, dass dies ein schlechtes Omen ist. Die Wachen des Königs behandeln Beowulf zunächst als Feind, doch als sie erkennen, dass er mit guten Absichten gekommen ist, bringen sie ihn zum König. Der König begegnet dem Volkshelden mit großem Respekt. Beowulf bietet ihm seine Hilfe an und will allen beweisen, dass er nicht so einfach als Held zu bezeichnen ist. Gemeinsam mit seinen Kriegern beginnt er, auf Grendal zu warten. Wie erwartet, erscheint Grendal, aber er beschließt, nicht anzugreifen, da er den Geruch eines anderen gerochen hat. Um sie zu ärgern, uriniert er an die Tür und verschwindet. Beowulf fragt den König, warum Grendal sie nicht angegriffen hat. Der König weiß genau, dass der Troll nur Rache für seinen Vater will, beschließt aber, die Wahrheit zu verbergen. Beowulf beschließt, ihn selbst zu finden, aber auch ihre Suche ist erfolglos. Inzwischen hat Grendal begonnen, mit menschlichen Schädeln zu spielen. Die Einheimischen fürchten den Fluch des Trolls und konvertieren auf der Suche nach einem Erlöser massenhaft zum Christentum. Auf der Suche nach Informationen über Grendal begibt sich Beowulf in das Haus von Selma, die getrennt von den Einwohnern in den Bergen lebt. Sie weigert sich, Beowulf in diesem Fall zu helfen, da sie die Beweggründe des Trolls sehr gut versteht. Beowulf beginnt zu ahnen, dass hier etwas nicht stimmt, denn Grendal rührt keine Zivilisten an. Nur die Armee des Königs ist durch seine Hand gestorben und er beginnt, dem König Fragen zu stellen, um hinter das Geheimnis zu kommen. Rodger weigert sich jedoch, seine Fragen zu beantworten. In der Nacht lauert Beowulf Hiorot erneut auf, aber der Troll kommt nur, um sie zu verhöhnen. Am nächsten Tag geht Beowulf zu Selma, um zu sehen, ob er das Richtige tut. Doch kaum kennt er die Antworten, ertönt draußen die Stimme eines Trolls und er eilt ihm hinterher. Als er Grendal auf dem Berg sieht, bleibt er stehen und fordert ihn zum Zweikampf heraus. Aber Grendal will nicht gegen ihn kämpfen, denn er hat ihm nichts getan. Sein Ziel ist der Däne. Daraufhin erklärt Selma, die ihnen folgt, ihm, dass sie auf Grendals Seite steht. Schließlich habe Grendal ihn immer besser behandelt als die Einheimischen. Schon bald tritt der König zum Christentum über, in der Hoffnung, dass Gott ihn vor dem Fluch schützen wird. Der Priester Brendan nimmt dies gerne an und tauft den König. Zurück in der Siedlung sieht Beowulf, wie sich die Bewohner über den Krüppel lustig machen. Er hält sie auf und der Krüppel erklärt, er kenne Grendals Höhle und sei bereit, ihn dorthin zu bringen. Da Beowulf zustimmt, machen sie sich auf den Weg. Nach einigen Stunden Fahrt erreichen sie den Rand der Klippe und um seine Höhle zu erreichen, müssen sie hinunterklettern. Da sie ein Seil brauchen, beschließen sie, am nächsten Tag zurückzukehren. Auf dem Rückweg bemerkt Beowulf einen rothaarigen Jungen, beachtet ihn aber nicht weiter. In dieser Nacht sieht Beowulf den rothaarigen Jungen in einem Traum. Am nächsten Tag finden sie die Leiche des Invaliden, der sie gestern zur Höhle geführt hat. In der Überzeugung, dass es sich um das Werk eines Trolls handelt, begeben sie sich in die Höhle.
Als sie das Seil hinunterklettern und die Höhle betreten, entdecken sie viele menschliche Knochen. Grendal selbst ist jedoch nicht in der Höhle, sondern einer der Krieger findet den Schädel von Grendals Vater und zerstört ihn spöttisch. Beowulf erkennt, dass nur Selma weiß, wo Grendal sich versteckt hält, und spricht sie an. Aber Selma weigert sich immer noch, ihm zu sagen, wo er ist. Zurück in seiner Höhle findet Grendal den zerbrochenen Schädel seines Vaters und wird wütend. Am Geruch erkennt er, dass es einer von Beowulfs Kriegern war, und macht sich auf den Weg, um Rache zu nehmen. Mitten in der Nacht unternimmt er einen Überraschungsangriff, und Beowulfs Armee ist nicht in der Lage, ihm einen angemessenen Gegenschlag zu liefern. Er tötet den Krieger, der seinem Vater den Schädel gebrochen hat, und versucht dann zu fliehen, aber Beowulf verfolgt ihn. Beowulf holt ihn auf dem Dachboden ein und bindet ihm ein Seil an den Arm. So sehr sich Grendal auch anstrengt, er kann sich nicht befreien, also schneidet er sich den Arm ab und entkommt. Doch bald darauf stirbt er am Ufer an seinen Blutungen. In diesem Moment taucht die Kreatur, die seine Mutter ist, aus dem Wasser auf und nimmt seinen Körper an sich. Am nächsten Tag macht sich Beowulf auf die Suche nach Grendals Leiche, findet sie aber nicht. In der Überzeugung, dass Grendal tot ist, beginnen sie zu feiern, indem sie seinen Arm als Trophäe aufhängen. Beowulf fragt Selma, warum sie Grendal beschützen wollte. Die Hexe erzählt ihm, dass ein Troll eines Nachts zu ihr kam und sie mit Gewalt packte. Sie wurde von dem Troll schwanger und gebar ihm ein Kind. Selma erzählt Beowulf, dass sie sich in ihn verliebt hat, und die beiden kommen sich näher. In diesem Moment betritt ein rothaariger Junge das Haus, der sich als der Sohn von Selma und Grendal entpuppt. Während Beowulfs Abwesenheit griff ein Merestir das Dorf an und nahm Grendals abgetrennte Hand an sich. Niemand war in der Lage, es aufzuhalten, selbst der Priester Brendan starb durch seine Hand. Als Beowulf und seine Krieger davon erfahren, machen sie sich auf die Suche. Sie stoßen auf eine Höhle, und als Beowulf dort allein hineintaucht, findet er sich in einer neuen Höhle wieder. Dort findet er die Leiche Grendals, woraufhin seine Mutter erscheint und ihn angreift. Dank seiner kriegerischen Tapferkeit tötet Beowulf das Seeungeheuer. Plötzlich erscheint ein rothaariger Junge und nimmt das Schwert seines Vaters an sich. Beowulf erkennt, dass der Junge nur den Leichnam seines Vaters schützen will und rührt ihn nicht an. Am nächsten Tag begräbt er Grendal mit allen Ehren und bereitet sich auf die Rückkehr in seine Heimat vor. Als Beowulf und seine Krieger in See stechen, tauchen Selma und der rothaarige Junge am Ufer auf. An dieser Stelle endet der Film. Wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ihm ein Like zu geben. Wir sehen uns bald wieder. Pass auf dich auf!